Herzlich willkommen zur weiteren Folge der Karte April Marsch. Wir werden jetzt den Test weiterführen. Jetzt kommt Stroh im Stall. Der Traktor mit dem Wasser ist unterwegs. Da geht ein bisschen mehr rein. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen, dass wir nicht mehr in den Haufen gefahren werden. Mal eine Runde fahren. Weil er hat mir angezeigt und da ging es nicht. Gut, dann fahren wir eine Runde und dann geht es nochmal rein. Aber ich tode reicht Anhänger aus. Aber bevor wir in einer Stadt abreisen, müssen wir noch die Mehl verkaufen. Jetzt hat er wieder den Strom hier an. Ach da. Ach, deswegen, weil er... Ah, na gut, okay. Gibt doch alles rein. Ah, doch nicht. Gut, das ist nicht schlimm. Stroh nicht tragisch. Ah, die Plane zu, da kann drin bleiben. Wie gesagt, 2 Tage ist genug. Das heißt, morgen um dieselbe Zeit muss er wieder geladen werden. Ich meine, Stroh ist an sich nicht so wichtig. Hey, jetzt verstehe ich nicht. Prozent Gesundheit. Sauberkeit 0. Jetzt haben wir keinen Traktor mit Schiebeschirm, ne? Was gibt's da Schönes? Packlader gibt's. Radlader wären sich so groß. Diverses. Der Kleine wird gehen. Den werden wir uns mieten zum Testen. Und ein kleines Schild dazu. Und zwar ich weiß nicht, ob das funktioniert. Eigentlich nicht. Lorries, Gewichte, Kompaktlader. Schauen wir mal. Ob das funktioniert. Diesen Teil. Das funktioniert nicht. Thank you.
Da war nichts bei. Radlader wäre Quatsch, wäre zu groß. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen groß geraten. Ja. Auch nicht. Fräse, ja. Radlader. Groß. Was haben wir jetzt für ein Fahrzeug? Kramer. Könnte der sein. Das wäre wahrscheinlich sogar. Viel mehr haben wir gar nicht mehr. Ah ja, das sehe ich. Gut. Einer muss ja passen, ne? Wo ich mir das nicht vorstellen kann. Eine Kante. Die Lenker muss man wieder kontrollieren. Aber für heute wird es gehen. Ohne Kühe wird man regenkrank, weiß ich auch nicht. Ich sag, bevor wir den Stall verkaufen, müssen wir den Mist verkaufen und den Mist zum Dings bringen, die Gülle entleeren und die Milch entleeren. Und zur Not. So, jetzt machen wir hier mal einen Test. Ob hier was aufnimmt. Macht er nicht, ist auch nichts da. Gut, daran kann es nicht gelegen haben. Oder ja, genau. Wir testen mal einen anderen Stall. Für hier was aufnehmen. Ja, zu sehen ist hier auch nichts. Normalerweise dürfte nichts sein. Ah. Gut. Das schließen wir aus. Wasser geht langsam voll, aber Gesundheit geht runter. Könnten noch Heu und Gras holen. Gut, dann holen wir noch mal Gras und Heu. Thank you.
Wasser geht viel rein. Das sind doch Milchkühe, ne? Mal dazu sagen. So, haben wir ein bisschen Heu. Gut, der andere ist unterwegs im Wasser. Ah, Kollision. Geht so. Gut, Heu ist auch voll. Wir kriegen jetzt rein. Das ist ja ein Regenlicht. Ja. So, da wir noch ein bisschen testen wollen, werde ich mal ganz einfach hier hinstellen, weil wir ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir die Nacht über die Runden kriegen. Was ich nicht ganz verstehe, ist die Gesundheit 0%. Regnet es rein oder nicht? Hoffen wir nicht. Wird noch ein Dunkel. Das ist nicht gut. Oh je.
Wieso geht hier kein Licht? Sehen so viel. Mit nix. Ja, BGH, kam was rein, ne? Geldermäßig meine ich jetzt. Und dass es das Original richtig geht, komisch. Was uns hießen liegt. Also Tiere geht's nicht besser. Gegenteil. Die geht's hier schlecht. Das ist nicht gut. Tja. Tja, oder war teuer. Muss ich mir drum kümmern, ja. Noch einen Stall kaufen, einen anderen Stall. Gute Frage. Kann ich hier kein Wort nicht. Tiere rein im Stall, 80% ungefähr, nicht gerade 79. Und sobald die Tiere hier im Stall sind und das läuft, dann werden sie krank. Genau, Mist, nur Liter. Aber alle. Alle Tiere. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen.
Dann schauen wir mal, wie der Test ausgeht. Dann sagen wir Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.